möchten euch mit diesem Video die Bedienoberfläche der neuen Apple TV-Generation vorstellen. User, die die alte Generation kennen, werden sich sehr schnell zurechtfinden, aber auch neue Kunden können ohne die Bedienungsanleitung Apple TV 2 bedienen. Apple unterteilt grundsätzlich die Oberfläche in Filme, Internet, Computer und Einstellungen auf. Unter Filme stehen Inhalte, sprich Videofilme und TV-Serien zur Verfügung. Ich zappe jetzt einfach mal durch die verschiedenen Kategorien. Möchte man sich zum Beispiel einen Film ausleihen, bestätigt man diesen und kann sich über die Vorschaufunktion zunächst ein erstes Bild von dem Film machen. Über die Leihoption kann der Film anschließend ausgeliehen werden. Neben den Top-Filmen unterscheidet Apple in Genres. Man kann nach Filmen suchen oder aktuelle Kinofilme über den letzten Menüpunkt auswählen. Über die Internetoption stehen aktuell 5 verschiedene Dienste zur Verfügung. Zum Beispiel werden wir mal YouTube auswählen. Hier können sämtliche Inhalte von YouTube wiedergegeben werden. Der Menüpunkt Computer. Hier habe ich das jetzt entsprechend so vorbereitet, dass ich auf meinem MacBook Pro die Privatfreigabe aktiviert habe und auch in der neuen Apple TV-Generation, sodass ich jetzt über diesen Menüpunkt auf die Inhalte meines MacBook Pros zugreifen kann. Musik, Filme, TV-Sendungen, Podcast, iTunes U und Fotos stehen hier zur Verfügung. Ich streame jetzt einfach mal beispielhalber einen Film. Über das WLAN-Netzwerk. Problemlos und in sehr guter Qualität möglich. Zurück ins Hauptmenü. Dann gelange ich über die Menütaste der Fernbedienung. Kommen wir zum letzten Punkt, zu den Einstellungen. Zappe ich mal kurz durch. Allgemeine Einstellungen. Kann man die aktuellen Daten von Apple TV abgreifen. Namen vergeben. Netzwerkeinstellungen vornehmen. iTunes Store Account hinterlegen. Software aktualisieren. Verschiedene andere Einstellungen vornehmen. Bildschirmschoner kann ich festlegen. Auch die Videoeinstellungen vornehmen. AirPlay aktivieren, sodass ich Musik vom iTunes auf dem Rechner über Apple TV abgeben kann, sozusagen als erweiterten Lautsprecher. Unter Computer ist übrigens die Privatfreigabe hinterlegt. Und über Ruhezustand jetzt aktivieren, schalte ich das Gerät aus.